Hallo, guten Morgen. Morgen. Flair-Anteilnahmslos am Geschehen. Boah, warm ist das heute wieder. Schwül. Ich war schon im Keller. Und gleich bin ich wieder da. Boah, ich bin klitschnass, ey. So, guten Morgen. Wer macht denn hier so einen Lärm? Herr Rabauke. Warum ist denn hier so eine da drin? Ich bin doch auch hier drin, oder? Das sind doch nur Reparaturdinger, dachte ich. Ja, das sind so Einzelteile, zerlegt in Armen und so was. Ja, oder vielleicht hat die funktioniert die nicht richtig. Das weiß ich nicht, genau. Dann bin ich da wieder rein. Aber stelle ich das jetzt zusammen, ich muss mal dann auch losstickern. Ich stelle das hier rein. Dann am besten die Kisten mit Narben auch hier rauf. Na, warte mal, mach doch mal die Narben da noch drauf. Da noch drin. Die sind ja noch gut. Ja? Okay. Sind sie von der Werkbank schon mal weg? Ständer. Licht oder sowas, ne? Reflektor. Ja, Felix sortiert ganz fleißig hier. Das sieht aus. Was machst du denn da? Ich nehme mal, da steht die Pumpe. Und da die Spendenbox. Das war? Und da die Spendenbox. Ja. So, nee, ich. Keine neue, du nimmst natürlich die Aussiehpartie hier. Entschuldigung, das ist für mich auch nochmal. Soll ich die dann raus? Nee, ich bring sie wieder auf. Nee, kannst du oben an der Tür stehen. Okay, danke schön. Ja? Alles klar. Was ist denn das hier? Das ist bestimmt Felix, der hat die tote Maus da gelassen. Was ist denn das ekelhaftes? Die zwei Augen da. Hast du einen Fetisch für sowas? Oder? Köpfe abtrennen, Augen rausschneiden? Ich habe mich so allein gefühlt. Was ist denn mit dem? Ich habe mich so allein gefühlt. Wo fühlt das denn nicht beobachtet mit so zwei roten Augen? Wir leben hier nur von Spenden. Wir haben ja immer noch so eine Spendenbox, ja, die ich habe für das Kind. Der Rahmen ist super. Der ist super. Super. Der hat aber auch voll ausgestattet mit Manguras und schön leicht und alles. Aber, na, du kommst ja nochmal gleich, wa? Ich pack ein paar Stühle raus dann. Aber das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ja, hast du jetzt an der Nase auch noch dran? Ja, das ist ein Klops. Ich geh mal in die Hände mal. Geh mal alles waschen. Vergessen. Kommen wir hier? Ja, da wüsste
Los mit doch! Ja. Dann kann ich da aus dem Bad noch zwei oder drei bei dem von dem. Oder? Soll ich genau zwei? Oder drei, so sicher. Okay. Ja. Filler. Ja, Croissant, Kaffee, Erdbeer, Marmelade und Butter. Französisches Frühstück nennt man das, glaube ich. In Deutschland nennt man das so. Frankreich nennt man das Croissant mit Butter und, oder, und Marmelade. Auf alle Fälle, wenn du die Leute in Frankreich fragst, was ist denn mit Frühstück, wo kann man denn gut Frühstück essen gehen, dann wissen sie erstmal nicht, was du meinst. Das ist doch nicht so, ne? Ne, die Croissants sind ja lecker und so, aber ich würde da nicht mehr hingehen, ganz ehrlich. Das hätte ich dir noch gesagt. Ich sag, ey, wisst ihr seid eine Croissanterie. Mal ist wurde ja fast rausgegrätzt mit ihrer Großbestellung von 7 Croissants. Mich hat eher erschrocken, dass die anderen, als sie sich so untereinander unterhalten haben, gemeint haben, nee, hättest du Nein sagen sollen. Ich denke, was soll das? Wieso Nein? Irgendwo was nicht an, meinst du? Wieso? Ja, die Nase kann man doch kaufen, oder? Die sind sehr lecker. Und so, aber die sind offensichtlich, wie sagt man? Reserviert? Portioniert. Du darfst pro Person nur 3 oder so oder was mitnehmen. Also ich verstehe. Weiß ich nicht. Und vor allen Dingen, wann soll ich denn vorbestellen? Am gleichen Tag? 3 Wochen vorher? Und ab welcher Menge? Das ist doch Quatsch, wieso vorbestellen? Meine Croissanterie, die müssen Croissants haben, oder? Ja, die haben ja auch nur Croissants. Und so ein paar Kleinkram-Sachen noch. Wie Saft und so. Sollen Sie doch froh sein, können Sie den Laden zumachen. Aber das zeugt davon, dass sie das ja nicht selber backen. Mhm. Und dass sie das selber auch nur bestellen, ja, und zugeliefert kriegen. Und dann vielleicht schon mal warm machen. Weil ansonsten würde er hinten nach hinten rennen und schnell neue machen. Ja, so. Sind so fertig. Ja, siehst du? Dann haben die so eine Bestelldings und dann. Oh, dann haben wir jetzt ja nicht mehr. Was machen wir jetzt? Dann müssen wir den Laden zumachen, stellen wir vor. LED tun wir uns keine Fallen mit, alles auf LED zu machen. Das ist so schlecht. Ich sehe das ja bei den ganzen Aufnahmen, die ich damit mache. Diese LED-beleuchteten Räume, das flackert und flimmert und macht und tut. Wenn du natürlich auf eine andere Frequenz gehst, auf 60 Bilder die Sekunde, ist das vielleicht besser als 30. Aber das nimmt man ja trotzdem wahr, also im Unterbewusst, dieses Frequenz. Ich weiß ja gar nicht, mit wie viel Bildern pro Sekunde das menschliche Gehirn verarbeiten kann. Aber ich glaube halt, damit es flüssig ist, sind das 20 pro Sekunde. Ne? War doch mal so gesagt, dass du
pro Sekunde Trickfilm 20 Bilder zeichnen musstest. So war das doch mal, dass es flüssig wird. Daumenkinomäßig. Oh, ja. Eine Räume hier. Jetzt guckt ja nicht, wie viel Zeug anfällt hier. In so einem Laden. Gebrauchte Lampen. Für das Hinterrad. Also Hinterradleuchten. Wie sagt man Hinterleuchten? Nee, wie sagt man denn? Ihr wisst schon. Gebrauchtes Licht hinten, gebrauchtes Licht vorne. Also was. Den ganzen Scheiß hier abziehen. Hebel einzeln. Wer denn jetzt hier? Alle über die Jahre so zusammengetragen. Jemand beim Sortieren zuzugucken, ist nicht sehr aufregend. Na, so ist es. Aber das ist halt dreiviertel der Zeit, ist halt sortieren hier im Laden, sortieren, damit man nicht mehr suchen muss. Jetzt aber machen. Darin, fertig. Sortieren, sortieren, sortieren. Nichts steht über sortieren. Jo, alles fertig. Noch lange nicht, aber schon mal weiter. So, das ist die gute Rikscha. Tada! Moin! Bisschen schäbig, muss man noch ein bisschen putzen. Aber schön verziert hier, die Gitter, die Armlehnen. Moin. Bist du uns? Ja. Jetzt können wir den Reifen. Alles klar. Die Reifen stehen da drinnen. Kannst du ja angucken. Aber da ist immer nicht mehr viele da. Ich wollte mal wieder neu dazu, aber die sind echt alle. Also die meisten sind richtig durch, halt richtig kaputt, so wie beschrieben, ne? Na, von mir, ich versuche jetzt das Rad von mir Detten mal zu retten. Und das stand jetzt anderthalb Jahre. Was brauchst du, ein 28er? 28er. Weil naja, da ist einer vielleicht, der noch gut ist mit bei, der habe ich, das müsste ein Pärchen sein. Davon war einer kaputt. Und da habe ich aber das Pärchen gleich komplett ausgetauscht. Ich schaue, dass der Montag so ruhig ist, ey. Heute ist nichts los.
Ist ja nicht schlecht. Ja, hat man halt Zeit zum Ausruhen, sag ich schon. Zeit zum Ausruhen. Zeit zum Aufräumen. Die braucht man ja hier offensichtlich, weil hier ist ja jahrelang alles liegen geblieben. Nein, reicht ja schon. Seit Anfang des Jahres im Grunde genommen ist alles liegen geblieben. Und Anfang des Jahres war ja sehr chaotisch, da ich diesen riesen Posten Trödel hatte. Falls ihr euch entsinnt, diese über 60 Kisten, die ich hier aufgebaut habe. Das war natürlich... Da blieb das alles hinten dran. Das mache ich im nächsten Jahr nicht mehr. Da will ich nicht, so einen Riesenposten baller ich mir nicht mehr ans Bein, sage ich jetzt. Und dann stehe ich wieder da mit so einem Posten. Habe ich nicht vor, sagen wir mal so. Nächsten Winter wird hier ordentlich aufgeräumt, dass man im Sommer gut starten kann. Voll gut starten. Ja. Halb eins ist es und ihr kriegt einen Riesenauftrag. Pedale tauschen. 15 Euro um halb eins. Der erste Kunde. Mann, ey, das ist ja wirklich, das läuft ja echt bescheiden. Und ich sage immer noch so, am Montag, am Dienstag könnt ihr kommen, da ist wenig los und die Leute machen es nicht. Sie kommen alle am Samstag. Am besten noch am Sonntag. Ist das Scherz, wie oft ich in letzter Zeit höre, habt ihr sonntags nicht offen? Habt ihr sonntags nicht offen? Achtung, quietscht. Ich sage, nein, wir haben sonntags nicht geöffnet. Wir haben 12 Stunden jeden Tag offen. Sonntags bitte nicht. Naja. Fertig. Das war jetzt keine große Anstrengung. Aber das ist der erste Verdienst heute. Jo, neuer Zugang wieder. Red Bull Twister, eine einfache Serie von Rose Versand mit passend farbigen WCW Anbauteilchen wird jetzt auseinandergenommen. Was noch dran ist? Und dann gegen passende Teile getauscht. Ja. Ausfallender ist auch weg hier. Ja. Weg, war weggebröselt, jetzt Schaltgeschichte. Vorderrad habe ich noch eins von WCW, habe ich hier rumliegen. Ja, ist ja nun mal mein persönlicher Spiegel hier. Luft einmal frei, Joy-Techno, nichts Besonderes, aber halt ein Vorderrad. Ständer muss ab, definitiv. Neunziger Twister. So, jetzt haben wir Mika seinen Aufrat hier. Mensch, jetzt habe ich jetzt eine Woche hier liegen schon fast. Und habe es mir noch nicht angeguckt.
Tut mir leid, Mika, ey, ich war irgendwie so gestresst, so fertig. Aber heute gucke ich es mir an. Irgendwie hat er da irgend so einen Typen, von dem er Fan ist, Ralf Ammer. Der hat das wohl schon mal zentriert, aber es ist dann nach einer Woche wieder verbogen gewesen. Jetzt müssen wir mal gucken. Der Typ soll wohl richtig gut sein. Was Laufradbau und so was und Fahrradtechnik und so angeht. Und Mika bringt es denn doch zu mir. Was mag das heißen? Bin ich besonders schlecht oder besonders gut? Mal gucken, wo wir jetzt landen. Auf welchem Platz. Felix, deine Waffel. Schnell beiseite. Hier kurz Ordnung machen. WCW. Oh Gott, der verspringt ja völlig. Einbauen, Feierabend. Unglaublich, unglaublich. So, Mensch, siehst du. Also. Also. Hatten wir jetzt hier gerade Mietpärchen, die haben ihre Räder zurückgebracht. Und einen Tag früher als sonst haben die Woche gemietet und Wochenpreis ist anderthalb Tage günstiger, halt, als würde man einzeln bezahlen. Jetzt wollten sie eine Geld zurückhaben. Ich sage, das geht ja nicht. Ich meine, anderthalb Tage zahlt ihr eh nicht. Ja, also das ist nicht, dass ihr dann was wiederbekommt. Wenn ihr anderthalb Tage früher wiederkommt, sozusagen, oder zwei Tage früher, dann kriegt ihr ein bisschen Geld wieder. Aber ansonsten nicht bei einem Tag früher, der eh umsonst ist. Sag es nochmal. Das haben die nicht verstanden. Wolfgang stirbt da oben gerade. Ich sage 8 Euro der erste Tag, 7 Meter weitere. Das ist sowieso günstig. Da müsst ihr jetzt halt mal durch. Müsst ihr in den sauren Apfel beißen und seid mit 80 Euro gut bedient bei 6 vollen Tagen Mietzeit. Also. Und außerdem haben sie ja noch einen Kettenschutz kaputt gemacht. Ich sage, naja, muss ich auch noch reparieren. Also.
So sind sie. Hier mit einer Bratpfanne übergezogen. Papa, weißt du? Gar nicht so wichtig. Weißt du, Papa, ich habe aber nicht mehr gekriegt, weil ich nicht eine geben. Hast du nicht eine geben? Davon. Hallo. Papa, aber du darfst noch ein blau aussehen. Ja, oh, das ist aber nett. Aber wie? Aber doch, das ist ein aus. Aber ein blauer, ja? Ja, ein blauer. Oh, ja, Papa, das ist Papa. Vorsicht. Ah, Mann. Mama, was verwandelt nur ein Blau? Ja? Papa, warte, meine Mama hat das so mir gekauft. Papa, weißt du, Mama hat das auch mal gewünscht. Heute machst du das auch mal, aber leider hast du das nein gesagt. Aber leider hat Papa nein gesagt. Papa, ja? Magst du alle? Nein, das sind deine. Papa? Ja. Jetzt geht's los. Donnert. Zieht auch ein bisschen hier von hinten gleich. Dann drückst du mal so durch. Jetzt kommt nochmal die Ruhe vor dem Sturm und dann geht's richtig los. Knatterbumm. Hab alle drin geräumt jetzt wieder. Heute war's echt nicht los hier. Wie gesagt, den Ding habe ich für ihn gelassen. Ich hoffe, er kommt. Auch wenn es regnet, Felix, das wartet auf dich.
Oh, ich kotze ab. Warum kriege ich denn so eine Scheiße auf die Arme, ja? Hier. Hat jemand diese Ausfallsicherungsscheiben, ja, die so nach innen gewölbt sind, die gehören ja eigentlich andersrum. Hat er hier verkehrt rum aufgesetzt und richtig zugebolzt. Jetzt haben die sich auf die Welle hier ruff, auf diese Achse ruff gebolzt, sodass ich die ja nicht mehr runterkriege. Kriegt die Krise gerade. Wer macht denn sowas? Hoffentlich fällt er runter. Nee, kann man noch gar nicht bewegen hier. Wer macht denn sowas? Oh Gott. Boah. Nummer eins haben wir. Nur noch die andere Seite. Wer macht denn sowas verkehrt rum, Ruf? Jetzt sind die hier, so sehen die aus. Wenn du die natürlich so um Ruf drehst und die auf die Seite die Achsmutter ruf schiebst, dann verpresst sich das und das bleibt für immer fest und die Achse ist kaputt. Hoffen wir, dass das jetzt nochmal hält hier. Dann steht ja richtig eine Sollbruchstelle. Die kann man ja richtig sehen hier. Ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt da. Na, also da ist so richtig kaputt. Hier auf der Seite auch. Gewinde verschoben. Vergriesgenoddelt sozusagen. Das macht meine Tochter mir. Ein Tee hat sie mir gemacht. Hier. Ein Tee hat sie mir gemacht. Und hier. Danke. Bitte, bitte. Ah, süß. Hallo, ist da jemand? Ui. Hast du dumm geworfen? Nee. Ach, das war dann der Rucksack. Der runtergefallen. Ach, so nennt man das. So nennt man das. Ob es ein paar Bettstoff gibt von Tobi. Nee. Salon. Fahrrad. Laufrad. Ja. Mehr. Jetzt ist gleich vorbei, Jute. Du warst ja gerade beim Pumpen oben. Ne? Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich zu blöd oder zu schwach bin, aber ich kriege die Karte nicht ab. Ja, und zwar erst aufschrauben. Das. Genau, normalerweise ja, richtig fest draufschrauben, ne? Und dann kriegt man sie ab, weil so, wenn sie einmal raus ist, ist es sehr schwer. Dankeschön. Bitteschön. Ja, seltsame Anzahl, oder? Was ist denn mit meinem Laufrad? Seltsame Speichenanzahl, oder? Ich sehe das von, ne? Okay. Ich guck mir hier kurz an, ob das, nein, das ist keine Kerbe, das sah nur so aus. Schlafiert ist auch kein Platz einfach. Felix, ich hab die lassen für dich. Hier. Einmal Schlauchwechsel. Plus natürlich dann wieder das Fett. Ach, Wolfgang, jetzt. Mensch, du musst doch nicht alle hin und her schieben hier. Ich hab nicht gemacht, ich hab den Bus hier. Hier hin und her geschoben. Ganz genau. So. Also Schlauchwechsel. Schlauchwechsel. Plus natürlich Kette ein bisschen verkettet und die Schelle tauschen. Ja. Jetzt hast du das Laufrad in Ruhe. Mann. Das kostet hier 300 Euro. Du schiebst es dann nachher. Du schmeißt immer, bist immer der Laufräder umschmeißt. Nein. Du weckst doch mal ganz locker. Der Platz reicht doch für dich. Ja, doch. Ich hab's nicht hier alles freie Räume. Guck mal, der ist schneller als du. Der wird ja ein bisschen setzt irgendwo in so ein Chaos. Da räumt der um sich rum auf. Auf immer fängt der an. Nein. Unglaublich. Habt ihr das gehört? Was? Du bleibst jetzt ruhig sitzen. Ja, ich hab's. Hör ich dich nicht. Wunderbar. Was ist denn dies? Nein. Du wolltest die Bank nicht umkippen. Nein, wir haben schnelles Tauschen natürlich. Ja, wo haben wir so was? Da hinten im Kästchen. Ja, das geht doch an der Seite raus, wa? Oder meinst du, das Band ist da schon? Hm?
Frage mal, ja, es redet denn, ob viele Pumpe benutzen sollen. Ja, das finde ich noch. Erinnerst du mich, Jürgen, da draußen steht das Reiche. Und jeder nimmt die mit und wisst, und die mehr wieder. Hallo? Hallo? Hat mal gedacht, ja, geil, oh, Batterie. Ach nee, Kika. Ich habe gerade hier gefordert, oder? Ach nee, ist ja gar kein Kika. Der ist? Ich schreibe noch nicht so an, der ist ja gerade gekommen. Ach so. Ja, ja, wie? Ach so. Ja, ja noch. Der, wusste, der kommt das schon um die Ecke hier. Voll, ja. Ach, ja? Das war doch. Grüß dich, ja. Ich hab doch ja gut gekriegt. Und dann, da kommt er noch. Weil ich ja Licht zu Hause gesehen habe. Ich hab da Licht zu Hause gesehen. Habt ihr noch Licht zu Hause? Dann mach dir gleich Licht ans Rad, Wolle. Naja, mach ich mal am Rad erstmal. Ja, an den Stock. Ein Rad am Stock. Oder? Ja, also, ich wusste, dass so viele Leute da sind, da hätte ich gar nicht mitgebracht. Ja, ich hab nicht mitgebracht. Mein Vater hat am Wochenende die Buchse am Freitag. Ja, da haben wir gleich Kuchen. Zwei, ihn hat dann wieder gebacken. Oh, willst du? Ja. Nehme ich gerne. Warte mal, was ist das denn? Ich dachte erst, das wäre Haxe oder so. Haxe? Mhm. Warte mal. Irgendwo ein Reim, ein Reim. So. Weißt du was? Oh ja, schmeiß mal was um heute. Hallo. Guten Tag. Hi. Also, es regnet draußen, aber... Ja, okay. Ja. Danke für die Info! Tschüss! Nee, mein Vater steht draußen. Ich denke, es gibt ein Problem. Aber ich kann auch aufpassen. Mit der Gangschaltung? Ja, ich denke. Das ist normal. Geht nur noch hier? Na, lässt mich. Geht der Radio? Soll ich Sahne kaufen? Wer macht denn jetzt? Du? Ja, sag Bescheid, wenn du das Opfer bringen. Ich mach den Staubwechsel. Ich wollte gerade sagen, du guckst, du bist so enthusiastisch. Ja. Ich dachte, du hast mal eine Regelung. Ich sehe schon gleich so einen Wechsel. Hast du schon alle Hast du schon den Tee getrunken? Ja. Dann adaptiert der Körper dich. Wenn du jetzt über ein halbes oder ein Vierteljahr nimmst und es ist dann weg, dann braucht der Körper dich, obwohl er vorher nicht gebraucht hat. Die Talent meinst du jetzt? Ja. Ist total Alter, war die nochmal da oder was? Reichenberger 16? Was ist denn das für ein Scheiß, Alter? Nee, ich bin hier ins Reichenberger abgeklappert. 16? Das ist 60. Das hört genau mit der 18 am Cottbusser Tor auf. Tja. Und dann fängt es mit der 10 über dem Cottbusser Tor. So. Und eine 60? Ich glaube, die, glaub, die ist auf der anderen Straßenseite. Kann es sein, dass die auf der anderen Seite rückwärts runter geht? Vorne Reichenmeier-Ecke. Irgendwie so. Wo ist denn da ein Edeka vorne? Bei hinten ist noch Ina und da ist noch Ina. Nee, aber in der Reichenberger. In der Lidl ist da. Penny ist da. Reichenberger ist doch kein Edi. Doch, ach. Ein Penny? Hinten am Leichenhaus war oder was? In dieser türkische Edeka. Ach so. Oder? Wie ist das? Genau, das dachte ich mir auch. In die Richtung. Die welche Richtung? Von der Panier. Welche der Richtung? Panier. Hier unter welche Richtung? In Richtung Treptow. Osten. Ja. Ja. Genau, fast am Ende. Also, ja. Scheuert oder was? Also, ey, ich guck hier richtig scheuert. Das ist, ey, ist der Landwehrkanal. Entschuldigung. Genau. Also nicht der Landwehrkanal, sondern der da vorne so einen Knick macht am Club der Visionäre da vorbei halt. Den Dipstücke oh, da. Gottes Willen. Aber nein, aber schon noch die Reichenberger. Gegenüber so Ende. Ja. Ja. Na Mensch, das haben wir doch alle gemacht, Mensch. Ja, voll kreativ.
ich schille. Was? Ich schille. Das ist schön, ey. Überall so eine Worte im Mund. Weißt du überhaupt nicht, was die bedeuten am Ende? Also Schild bedeutet Schlaf. Ich glaube, ich sogar noch von Tommy gelernt. Na, wenn dann entspannen oder so. Aber dann sag, du gehst auf die Emanuel-Kant-Schule. Ja? Ja, ich muss jetzt was richtig essen. Ich hab den ganzen Tag noch nicht richtig gegessen. Im Drin ist ja noch das Tisch, den ich die warm machen kann. Ja, aber... Und Kartoffeln und weiße Soße. Nimmst du fit? Ja. Okay, ich esse Fisch aus der Aluschale. Papa, ich mache gerade für dich noch die Soße warm und ich tue schon mal Kartoffeln auf. Ich habe probiert, ob die Soße kalt warm ist oder halt. Ja, das ist schon gut, wenn ich warm an. Du musst sie schon ein bisschen anmachen auch. So, liebe Leute, so einen miserablen Tag wie heute hatte ich ja schon lange nicht mehr. Es ist ja wirklich überhaupt nichts passiert, ey. Irgendwie... 40, 50 Euro Umsatz. Also nix. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Ciao. Sag. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Wenn euch das Video, naja, gefallen hat, schreibt in die Kommentare. Sommerfuß. Und wenn euch das Video... Wenn es so gut gefallen hat, macht einen Daumen nach unten. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr die Daumen nach oben macht. Bis bald. Sagt Mama, Papa, Ola, die Weiß und Luke. Und die Lumen, die abgeschlossen. Und die Scar, die sagt tschüss, weil sie schläft. Tschüss und gute Nacht. Hier siehst du nochmal den Papa. Da oben. Das tut die Finger da weg. Hey. Ich hab nichts Süßes getan. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.